So, jetzt ist kurz vor 6 und ich bin endlich aus der Stadt draußen. Ich starte dann doch immer ein Stück geil. Und ich sage euch, das ist jetzt ja meine erste Tour dieses Jahr. Corona sei Dank. Ich will mich da gar nicht mehr drüber aufregen, weil es sind natürlich Luxusprobleme, die ich damit habe mit dem Corona. Ich bin Gott sei Dank nicht betroffen gewesen und niemand, den ich kenne. Ja, es riecht nach Holunder. Das ist, hätte ich gar nicht erwartet, weil es ja eigentlich ein bisschen kühl ist. Ich glaube 8 Grad hat es gehabt. Ah, und da hinten kommt die Sonne. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht wunderbar? Ah, schön. Naja, wo geht's hin heute? Heute geht's Richtung Königssee. Was heißt Richtung? Also ich will da schon hin. Und jetzt habe ich gerade was gesehen. Ja, spinnst du die Berge. Ich hoffe, es ist verwackelungsfrei. Da ist er. Wie gut ist das denn? So, jetzt habe ich gerade eine kleine Bieselpause da gemacht, bei Kilometer 50 ungefähr. Es hat schön angefangen zu regnen. Da hinten wären eigentlich die Berge zu sehen und da war gerade eben noch so schön zu sehen, wie die Sonnenstrahlen, ja, ein bisschen sieht man es sogar noch, wie die Sonnenstrahlen auf dem Boden gerichtet sind. Sehr, sehr schön. Kleines Dörflein hier, auch toll, riecht gut, noch ein bisschen am Schütter. Die Allgäuer wissen, von was ich rede. Und ja, jetzt geht's halt weiter. Okay? Ein bisschen Jacken habe ich mir noch angezogen, weil ich wollte mal rechtzeitig auf Niederschlag reagieren und nicht erst zu spät, wenn ich pitschnass bin. Und das ist ja leicht, das ist ja voll. Das reicht aus für das leichte Nieselregen. Zeigel da. Mir geht's eigentlich gut. Ich habe ein bisschen da so in dem Bereich. Ja, ich will jetzt nicht zu intim werden, aber in dem Bereich, also da die Sehnen und Muskeln, die da sind, was weiß ich, wie die heißen, da spüre ich ein bisschen, dass ich schon länger nicht mehr Fahrrad gefahren bin. Ansonsten passt eigentlich alles soweit so gut. Dann freue ich mich jetzt auf einen Chiemsee, der jetzt dann ja irgendwann, weiß ich nicht, wahrscheinlich so in 40 Kilometern oder so, vielleicht auch erst in 50 kommen könnte. Nächstes Ziel. Oh ja. Oh, da zieht es ja zu. Ah, die Berge. Ich bin die gleiche Strecke schon mal gefahren zum Chiemsee. Ich erinnere mich wieder an diese wunderbare Panorama-Aussicht von dieser Straße. Richtig gut. Ah. Ich glaube, es hat auch geregnet damals. Ja, vielleicht bin ich sogar schon zweimal gefahren. Einmal als ich auf dem Großglockner, da bin ich, da bin ich dann direkt auf dem Großglockner drauf gefahren und habe dann da oben pennen müssen, weil es so kalt war. Da bin ich nach Kroatien geradelt. In 2 Tagen, das war auch eine tolle Tour. Also. Landkreis Rosenheim.
Ganz schön toll, der Inn. Das Wetter wird besser. Meine Füße sind jetzt ein bisschen kalt, aber ansonsten passt schon. Ich habe noch ein bisschen was Wärmeres dabei. Also falls es noch mal abgehen sollte. Also wenn man hier nach links schaut, wird das Wetter gut. Aber Richtung Voralpenrand, Richtung Alpenrand, da ist das Wetter noch mäßig. Ui, schönes Haus. Toll, einfach mit den Ziegelsteinen, Klinkerbau. Schön, schön, schön. Schön hergerichtet. Wow. Ja, da hinten, so Richtung Wendelstein und so, das schaut schon nach gutem Regen aus, du. Ganz schön duster. Da hinten. Schön freundlich, da wo ich herkomme. Es ist wirklich ganz, ganz ruhig. Man hört nichts außer ein bisschen Vogelgezwitscher. Ab und an mein Leerlauf. Aber so wenig wie möglich. Richtig friedlich. Eine Idylle. Die Vögel. Gerade Gigi D'Agostino im Ohr. Voller Energie. So, was haben wir jetzt da? Kloster Seeon. Hier war ich ja auch noch nie. Dieser Holundergeruch, der macht mich kaputt. Schauen wir mal. So viel Zeit muss sein. Ich muss ja zugeben, ich gönne mir ja nicht häufig die Zeit, dass ich dann irgendwo bei so Sehenswürdigkeiten halte. Auch praktische Schwierigkeiten stehen dem ja manchmal entgegen. Das Radlaufsperren besichtigen geht nicht. Man hat irgendwie was vor. Aber jetzt mal schauen. Weil es halt auch regnerisch ist, ist halt auch kein Schwein da. Wunderbar. Regen ist immer gut. Schön. Oh, was höre ich da? Menschen. Ich wollte gerade sagen, fast Pedalvi, Menschen. Hier macht es auch gleich viel mehr Spaß, wohl zum Bieseln. Schön, wunderbar. Geil, dieses satte Grün, da könnte ich ja ausrasten. Wunderbar. Das war übrigens auch in Bikepacking Franconia. Richtig geil, also die Streckenauswahl war ja toll. Hat mir zwar jetzt nicht so gefallen vom Profil her und so, weshalb ich ja dann noch aufgehört habe, aber die Streckenauswahl durch die Wälder durch. Das war zum Teil so. Das war mal richtig pervers. Richtig geil. Mein Gott, es ist so geil, auf die Berge zuzufahren.
Lecco mio. Wunderbar. Nur der Leerlauf. Falls irgendjemand einen Hersteller von guten Laufrädern kennt, der eine leise Narbe produziert, bitte zu mir. Ich würde gern durch die Luft hier durchsausen, ohne dass man mich hört. Das wäre mein Traum. So wie mit meinem Propel. Das ist. Da bist du einfach lautlos. Braucht kein Geräusch. Ich will ja in der Natur sein und nicht mich da so durchschneiden, so, sondern ich will mich da integrieren können in die Natur. Das kann ich nicht mit einem lauten Leerlauf. Da vorne sieht man eine Sturmleuchte, oder wie die heißen, die warnen vor Windgeschwindigkeiten. Keine Ahnung, ab welcher Knotenzahl. Ja, bitte Rückenwind, gell? Kein Gegenwind. Schön, hier mit Händeln. Sehr schön, dieses Traunstein. Jetzt hoffe ich nur, dass ich einen Bäcker finde. Am liebsten, dass man mich einfach daher setzen könnte und. Gerade eben war da schon ein Bäcker und da standen sie an wie Sau. Fuck. Nach einer Pause schaut das Leben doch manchmal ganz anders aus. Vor allem sonniger. Gut, ich habe mir jetzt meine Beinlinge angezogen. Ob ich das jetzt gebraucht hätte, weiß ich nicht. Aber es macht ja nichts. Ist wurscht. Ich kriege halt keine Farbe. Auch egal. Ich habe mir auch Plastiktüten jetzt noch angezogen zwischen meine zwei Paar Socken, weil ich doch kalte Füße hatte. Waren doch natürlich sehr nass. Ja, jetzt werden sie langsam warm, bis sein soll. Optimal, jetzt habe ich Rückenwind. Gar nicht mal so schwach manchmal. Bisschen böig. Man sieht es vielleicht da links. Ja, es ist noch 50 Kilometer bis zum Königssee circa. Und ja, das war jetzt gut, da in Traunstein. Hat lecker geschmeckt. Und nach den 50 Kilometern muss ich ja quasi wieder in die andere Richtung, Richtung München. Da habe ich dann wahrscheinlich perversesten Gegenwind. Wie es halt so ist. Typischerweise hätte ich aber jetzt auch Gegenwind eigentlich. Also sieht schon ganz gut aus. Schön, einfach schön. Dahinter geht's. Ich darf so gerne rüberfahren über diese Berge. Hoffentlich ist es bald wieder. Hui! So, das gute Wetter
lockt jetzt ein paar Spaziergänger raus, aber alles im Rahmen. Und ca. 30 Kilometer sind es noch bis zum Königssee. Und geht auch zum Teil über solche Strecken da. Schön so gut befahrbar mit meinem Rennradl. Gar kein Stress. Kein Österreich für mich heute. Für mich geht's da lang, haarscharf, quasi an der Grenze entlang. Hinter zum Königssee. Die Pech. Sind es noch 15 Kilometer oder so, dann bin ich am Königssee. Schön, war eine schöne Tour bisher. So, wo ist er jetzt? Der Königssee. Kurz habe ich mir jetzt noch überlegt, ob ich noch weiterfahren soll, wieder zurück. Aber nein, Tagesausflug. Außerdem habe ich auf den Windradar geschaut. Und wie man sieht, hier, das ist das Louvre Lay, keine Ahnung. Auf jeden Fall auf der windabgewandten Seite. Da sind die Wolken. Sprich, da zischt es gerade ordentlich rüber. Na. Das ist genau Gegenwind. Deutsche Alpenstraße. Mein Traumziel für die nächsten Wochen irgendwann mal, dass ich die mal entlang radel. Hat sich schon mal wer von euch geradelt? Kann die jemand empfehlen? Weil landschaftlich wird die ja ziemlich geil sein.